Die Corona-Impfstoffinventur des neuen Gesundheitsministers Lauterbach hat einen erheblichen Mangel an Vakzinen für die ersten Monate des kommenden Jahres offengelegt. Das räumte der SPD-Politiker gestern Abend in den Tagesthemen ein. Wir haben also einen Impfstoffmangel für das erste Quartal und den Impfstoffmangel zu beseitigen, daran arbeite ich bereits seit Tagen. Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen eine positive Botschaft übermitteln kann. Aber in der Tat, also wir haben zu wenig Impfstoff und das hat viele überrascht in der Inventur, mich auch. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Gassen sprach von einem fatalen Signal an alle, die mit vollem Einsatz die Pandemie bekämpften. Es sei niemandem zu erklären, dass im Land der Impfstoffentwicklung zu wenig Impfstoff gekauft werde. Die Nachricht fällt mitten in die Anstrengungen der Bundesregierung, die vierte Welle zu brechen. Vor allem der Kampf gegen die hoch ansteckende Omikron-Variante soll durch Boosterimpfungen forciert werden. Über die noch nicht vollständig erforschte Variante aus Südafrika informierten heute Fachleute in einem Pressebriefing. Die Virologin Sandra Ciesek betonte dabei die Wichtigkeit von Auffrischungsimpfungen in regelmäßigen Abständen. Wir haben ja einmal geschaut bei Personen, die ein halbes Jahr geimpft waren, zweifach, und die letzte Impfung ein halbes Jahr her war. Und da sieht man, dass es kaum mehr einen Schutz vor einer Infektion gibt. Und das heißt natürlich, dass das Virus wieder mehr Wirte findet, die es infizieren kann, wenn der Infektionsschutz nicht mehr da ist. Wenn man sich dann boostern lässt, ist er bei uns nach 2 Wochen wieder deutlich angestiegen, der Schutz auf 58-78%, je nach Impfstoff. Und dann aber im weiteren Verlauf, wenn Sie dann nach 3 Monaten wiederum gucken, dann fällt der Schutz wieder ab vor einer Infektion. Und wir sehen das auch klinisch, dass es doch auch Geboosterte gibt, die eine Infektion haben. Das heißt, das Virus findet einfach wieder mehr Wirte als Delta im Vergleich, wo der Schutz deutlich besser ist. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit Anja Martini aus der Tagesschau Wissenschaftsredaktion. Also das klingt ja erstmal nach Impfungen, nach 3 Impfungen, nach denen man dann sicher sei. Was bedeutet das jetzt für die kommenden Wochen? Ja, also das haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch sehr deutlich gemacht, was das bedeutet, nämlich impfen, impfen und nochmals weiterhin impfen. Denn das, was wirklich schützt, sind eben diese Impfungen, weil der Körper damit sozusagen genügend Antikörper aufgebaut hat, um wirklich dann Omikron zu überstehen. Selbst wenn dann nicht mehr genügend Antikörper da sind, das hat einer der Wissenschaftler ganz schön beschrieben, man muss sich das vorstellen wie eine alte Stadt mit einer Stadtmauer. Die Stadtmauer sind dann diese Antikörper und da kommt dann das Virus vielleicht eventuell doch durch, aber dann könnte es in der Stadt eben noch Soldaten geben, die dann sozusagen gegen diese einzelnen durchkommenden Viren angehen können und das wären dann die T-Zellen. Und wenn dieser Schutz steht, dann ist man gegen Omikron sozusagen erst einmal für eine gewisse Zeit. Das ist das, was die Wissenschaftler aus den Studien bisher wissen, dann ist man erst einmal geschützt. Und was haben die Wissenschaftlerinnen zur Ausbreitung des Virus gesagt? Ja, da war es zum Beispiel so, dass der Modellierer Dirk Brockmann auch eben dabei war und der hat wirklich gesagt, dass ihm das Sorgen bereiten würde, weil das, was man sieht, was in Großbritannien im Moment passiert, dann ist es nämlich so, dass alle 2 bis 3 Tage sich die Neuinfektionszahl verdoppelt. Und so rasant, so hat es auch die WHO schon gesagt, so rasant hätte man nicht gedacht, dass sich dieses Virus wirklich ausbreiten kann. Also das ist wirklich sehr schnell unterwegs. Das heißt also, dass es sehr schnell von einer Person zur nächsten weitergehen kann. Und das bedeutet auch, dass Menschen, die eben nicht vollständig geimpft sind oder gar nicht geimpft sind, im Moment eine sehr gute Basis für dieses Virus da sind, also für dieses Virus wirklich hervorragend sind aus Sicht des Virus, weil das Virus damit sozusagen einen neuen Wirt gefunden hat und sich weiter vermehren kann. Was wissen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denn über den Krankheitsverlauf? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Und da haben sich auch alle drei oder waren sich alle drei sozusagen sehr einig. Frau Ciesek war dabei, dann, die haben wir gerade schon gehört, dann war Herr Brockmann dabei und dann war noch ein, jetzt muss ich ganz kurz auf meinen Zettel gucken, ein Immunologe dabei, Herr Neumann-Häfelin war dabei aus Freiburg und alle drei waren sich eben einig, dass man da erst wirklich noch ganz viele Daten braucht. Das bedeutet also, man muss sich diese Krankheitsverläufe, die es gibt bei den Menschen, genau ansehen
Und das dauert eben Tage und Wochen. Man kann jetzt nicht sagen, weil in Südafrika keine schweren Fälle wahrscheinlich eventuell nicht vorgekommen sind, heißt das für Deutschland, wenn es denn hier Omikron in einem breiten Ausmaß geben würde, dass das genauso ist. Weil man die Population einfach auch so nicht vergleichen kann. In Südafrika sind zum Beispiel sehr viele Menschen schon mit Antikörpern ausgestattet, weil die entweder infiziert waren oder schon vielleicht auch geimpft sind. Das ist also noch nicht vergleichbar. Vergleichbar wäre Großbritannien mit uns oder Dänemark. Und da wartet man wirklich auf Zahlen. Ja, Sie haben den Modellierer Borgmann angesprochen. Was erwartet er denn für die kommenden Wochen? Ja, er ist ein bisschen pessimistisch, wenn man das so sagen darf. Er hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass Omikron sich hier ausbreiten wird. Und er hat auch gesagt, dass Omikron sich sehr schnell ausbreiten wird, wenn er auf Großbritannien und auf Dänemark blickt. Das sind seine beiden Referenzgrößen, wo er sagt, das sind vergleichbare Momente, wo man hingucken kann. Und er sagt auch, dass es einen gewissen Schutz sozusagen braucht. Und die gehen davon aus, dass Omikron sehr schnell auch in Deutschland wahrscheinlich dann die dominierende Variante sein wird. Aber wann das sein wird, das sagt er natürlich noch nicht, weil das kann man nicht so genau berechnen. Was erwarten die Wissenschaftler jetzt? Die Wissenschaftler sind skeptisch, dass wir mit den Maßnahmen, nämlich nur Impfen, weiterkommen. Sie sagen auch, dass es weitergehen müsse mit bestimmten Maßnahmen. Dazu gehört das, was wir eigentlich alles schon kennen, nämlich die AHA-Regeln, also Abstand halten, Hygieneregeln beachten, wirklich die Alltagsmasken beziehungsweise wirklich medizinische Masken tragen und sich wirklich genau überlegen, muss man in diese Veranstaltung gehen oder muss man das nicht tun? Muss man die Freunde treffen oder muss man das nicht tun? Das heißt, sie appellieren da ein bisschen auch an die Überlegung der einzelnen Menschen zu sagen, brauche ich das jetzt oder gehe ich jetzt vielleicht nicht in diese Veranstaltung zu diesem Essen oder zu Freunden? Und sie appellieren natürlich auch an die Politik, und das ist jetzt sozusagen der wichtige Teil. Sie wollen sehr gerne, dass die Politik einen Plan B hat. Also wenn denn das passiert, also wenn Omikron, nehmen wir an, im Januar sozusagen in Deutschland die dominante Variante wird, dann muss es einen genauen Plan geben, was dann gemacht werden kann, was für Möglichkeiten sind dann da. Und da könne dann auch ein Lockdown, so sagen es zumindest die Wissenschaftler, nicht ausgeschlossen werden. Auch über den müsse geredet werden. Und man muss eben wirklich darüber nachdenken. Also sie fordern wirklich klare Handlungsregelungen von der Politik. Wie kann es weitergehen, wenn bestimmte Szenarien eintreten? Und dann kann es eben sein, dass man vielleicht ein bisschen zu hart die Maßnahmen gehabt hat, aber dann eben halt wirklich den Schutz der Bevölkerung dadurch erreicht hat. Dankeschön, Anja Martini, für diese Einschätzung. Gerne.